das alles nur Zufall? Ich frag mich, ist das alles nur Zufall? Ist das alles nur Zufall? Ich glaube es nicht, weil es mittlerweile keine Frage des Glaubens mehr ist. US-Präsidentschaftswahl 2008. Jeder Kandidat wird von Medien ins Auge gefasst, von Journalisten und Kamerateams zuhauf überwacht. Jeden Schritt und jeden Tritt nehmen sie auf von dem Quatsch. Doch als die Journalisten in die Pressemaschine stiegen, dann hieß es, diese würde in eine andere Richtung fliegen als die des Kandidaten Obama, denn der entschied, ein Meeting zu besuchen. Wen, wo, wann, darüber wird geschwiegen. Die Journalisten riefen, fluchten, waren nicht zufrieden, fragten nach, beschwerten sich, Antworten waren nicht zu kriegen. Miese Spielchen, was sie nicht wussten, dass auch Clinton ihre Maschine direkt zu diesem Meeting dirigierte. Was auf diesem geschah? Sie entschieden, wer von ihnen beiden siegen sollte, was mit dem anderen passieren solle. Wie wir wissen, war dann Clinton doch nicht die bessere. Seitdem haben die Staaten einen Popstar als Präsident. Alles nur Zufall? Ich frag mich, wann stehen wir auf und bringen das alles hier Zufall? Und wenn das alles doch nur Zufall ist, warum passieren dann zufällig Zufälle? Nur bei Schlechtem, doch bei Gutem nicht. Ist das alles nur Zufall? Ich glaube es nicht, weil es mittlerweile keine Frage des Glaubens mehr ist. Ich hab mir öfters meine Augen gewischt, inzwischen weiß ich's, ob ich's glaub oder nicht. 1991, Bill Clinton wird eingeladen, Bilderberg-Konferenz, Deutschland, Baden-Baden. Ihm wird gesagt, sie haben für ihn einen Plan und sagen ihm, dass sie das größte Augenmerk gerade auf NAFTA haben und im nächsten Jahr die Wahlen. Big Surprise, dass der neue US-Präsident Clinton heißt und er tritt auch gleich genauso, wie man's befohlen hat, ein für NAFTA, und genauso fühlte sich der große Plan, bis sich Zufälle gerade praktisch vermehren. Und schauen wir doch mal auf die NATO-Generalsekretäre, schon seit den 70er Jahren sind allesamt ihre Schergen. Verdammt nochmal, wann werdet ihr's merken? Jetzt passt mal auf, Joseph Lanz, sowie Lord Carrington, Bilderberger, Manfred Werner, Bilderberger, Willy Clays, Bilderberger, Javier Solana und Lord Robertson, Bilderberger, Jaap de Hoop, Bilderberger, Rasmussen, Bilderberger. Alles nur Zufall? Ich frag mich, wann stehen wir auf und bringen das alles hier Zufall? Und wenn das alles doch nur Zufall ist, warum passieren dann zufällig Zufälle? Nur bei Schlechtem, doch bei Gutem nicht. Ist das alles nur Zufall? Ich glaube es nicht, weil es mittlerweile keine Frage des Glaubens mehr ist. Ich hab mir öfters meine Augen gewischt, inzwischen weiß ich's, ob ich's glaub oder nicht. Tony Blair war 93 bei dem Treiben dabei, 94 wurde er Vorsitzender seiner Partei, 97 dann Premierminister. Seine Taten kennen wir alle, drüber rede ich nicht mal. Später ließ man 1999 auch noch Romano Prodi holen und Monate später Präsident der EU-Kommission. 88 Helmut Kohl eingeladen, auch ein Zufall, denn nur kurze Zeit später brachte man die Mauer zu Fall. 2005 Schröder Merkel in Rotachregern, zufällig Neuwahlen, nur ein paar Wochen später, doch ich seh dann nie einen Plan. Zufälle wieder mal, ist doch klar. Und schauen wir doch mal auf dieses Jahr. CEO von Google, Facebook, Microsoft und Amazon. Feynman, Van Rompuy, Steinbrück, Davignon, Rockefeller, Söllig sowie Ackermann und Kissinger. Königin und König und ein Prinz war da. Mit ein paar Firmen so wie Siemens oder Sinkenda. Coca-Cola, Novartis und es war auch Fiat da. Telekom und Shell und Nestle nicht vergessen, bitte. Das war nur ein Bruchteil der Bilderberger Gästeliste. Alles nur Zufall? Ich frag mich, wann stehen wir auf und bringen das alles hier Zufall? Und wenn das alles doch nur Zufall ist, warum passieren dann zufällig Zufälle? Nur bei Schlechtem, doch bei Gutem nicht. Ist das alles nur Zufall? Ich glaube es nicht, weil es mittlerweile keine Frage des Glaubens mehr ist. Ich hab mir öfters meine Augen gewischt, inzwischen weiß ich's, ob ich's glaub oder nicht.